So, die Woche beginnt heute mit einem Kochgericht. Ja, wieder aufgrund der Gästelage, aber auch so. Ja, ich esse ja auch hin und wieder mal was Gekochtes. Also, das ist jetzt eine Pfanne mit Kartoffeln, mit Erbsen, mit Paprika, mit Zwiebeln und mit vielen allerlei Gewürzen. So, jetzt gibt's eine Mango. So, das ist jetzt der Rest von meinem Orangenmassaker. Ich habe jetzt sage und schreibe 4 Kilogramm Orangen gegessen. Mit dem Teller wohlgemerkt. Zum Morgen gibt es eine Handvoll Bananen. Ungefähr 6-7 Stück sind das. Und jetzt gibt es Mangos. 3 Stück. Und jetzt gibt es noch 2 Orangen. Mal sehen, ob es bei den beiden bleibt. Und jetzt gibt es noch 2 Orangen. So, jetzt wieder 4 Bananen. So, jetzt gibt's einen Smoothie zum frühen Morgen. So, ich bin jetzt unterwegs und nehme mir 2 Mango. Mango. Und jetzt gibt's so einen Mixsalat aus Feldsalat und Chicorée und allen möglichen Mixsalaten. So eine 500 Gramm Packung war das, von normalen Salaten und ein bisschen was aus dem Garten. Und jo, denke. So, heute bin ich wieder mal in der Fremde. Und es gibt natürlich wieder Bananeneis. Bananen-Erdbeereis mit frischen Heidelbeeren und Dattelpasta. Ich muss sagen, es schmeckt echt gigantisch und da muss ich nicht hinter jedem irgendwelchen Eis verstecken, weil es auch mit sehr viel Liebe zubereitet wurde. Jetzt gibt es wieder einen Smoothie, der natürlich schön bis unter der Decke gemixt ist. Naja, ich übertreibe es immer manchmal. Ja, das ist eigentlich alles drin, was sonst auch drin ist. Ungeschälter Hanfsamen, Kurkuma, Pfeffer, Proteinpulver aus Erbsenprotein, dann Grünkohl, Himbeeren, Apfel, Orange, Banane. Ich mache nicht mehr so viel Pulver rein wie früher, bei mir kommen meistens noch frische Zutaten rein. Ja, aber was einziges Pulver, was immer noch drin ist, ist Proteinpulver. Ja, weil ich einfach in meiner Ernährung vielleicht einen Tick zu wenig Proteine zu mir nehme. Ja, weil ich halt doch ganz schön obstlastig bin. Ich würde das gerne ein bisschen anders, aber wenn ich das merke, dass ich zu obstlastig bin, einmal ein bisschen Erbsenprotein und gut ist. Zum Morgen gibt es einen Smoothie und ich bin wieder mal froh, dass ich hier mit meiner Reste verwerten kann. Wir haben Mungbohnensprossen, die jetzt mittlerweile schon grün sind, also wo oben die Blätter rauskommen, und in so einem Smoothie kannst du die einfach reinhauen. Und ja, ansonsten ist eigentlich das drin, was immer drin ist: ungeschälte Hanfsamen, Proteine, also Proteinpulver, Erbsenprotein, Grünkohl, Himbeeren, Pampelmuse, Orange, Pastinake, Kurkuma, Pfeffer, Banane und Apfel auf jeden Fall. Noch genau, Apfel. So, jetzt gibt's 5 Bananen. Und jetzt als letzte Mahlzeit gibt's noch eine halbe Packung Datteln. Also sind, glaube ich, so 350 Gramm frische Datteln. So, ich verbringe heute den ganzen Tag im Garten und neben dem ganzen reichhaltigen Wildgrün, was ich im Garten habe, habe ich natürlich mir jetzt auch hier Obst mitgenommen. Das heißt, ich habe mir so 2-3 Kilo Bananen mitgenommen, 5 Orangen und 2 Äpfel. Und das wird heute sozusagen mein Tag sein, was ich esse. Und im Garten werde ich ein bisschen rumfressen, sagen wir einfach mal ziemlich viel Grün, vor allem Postelein und Grünkohl. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht alles aufnehmen, weil ich halt im Garten dann gerade arbeite.